Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Nina aus dem Gründungsbüro in Kaiserslautern. Heute zeige ich euch Szenen aus meinem Gespräch mit Adrian Wegener vom Trierer Startup iBuildit. Ich bin Adrian Wegener, ich bin der Gründer von der iBuildit GmbH und wir sind ein Startup, was digital inklusive Lösungen produziert. Und das Leuchtturmprojekt, was wir gerade haben, ist der iBuildit Creator. Das ist ein augengesteuertes Kreativprogramm für Menschen mit körperlichen Behinderungen. Wir haben einfach festgestellt, dass ein Großteil der digitalen Anwendungen, die geschaffen werden, überhaupt nicht barrierefrei sind und auch überhaupt die Mentalität der Barrierefreiheit in der digitalen Welt fehlt. Und dafür wollten wir dann halt Leuchtturmprojekte schaffen und zeigen, was für ein Potenzial ist eigentlich da. Und ich selber komme halt aus dem Designbereich, deswegen war es mir sehr schnell nahegelegen, auch ein Kreativprogramm zu produzieren. Und das, was wir halt tun, ist, ein Kreativprogramm zu haben, was alleine mit den Augen gesteuert werden kann. Das bedeutet, man braucht keine Maus, Tastatur oder andere physische Interaktion, sodass auch Menschen mit schweren körperlichen Beeinträchtigungen, die normalerweise einen Computer nicht bedienen können, auf einmal dazu in der Lage sind, das zu tun. Und die können dann bei uns im Programm, in dem iBuildit Creator, können sie ja 3D-Modelle erschaffen, können die in einer weltweiten Online-Community teilen und können diese sogar dann auch 3D drucken, sodass wir diesen digitalen Ansatz doch auch wieder in die physische Welt. Adrian hatte von Anfang an ein sehr gutes Konzept, wodurch sehr vieles glatt lief. Dennoch gibt es einige Dinge, die er aus heutiger Perspektive anders angehen würde. Man macht als Gründer und Gründerin macht man immer irgendwelche Fehler. Die Frage ist natürlich dann auch immer, wie maßgeblich die sind oder welche Auswirkungen die dann haben. Was wir tatsächlich hätten noch machen können, wäre den Early Access, den wir jetzt vor gut einem halben Jahr angefangen haben, den hätten wir noch viel früher anfangen können. Das heißt, diese Frühzugangsphase hätten wir vielleicht schon vor einem Jahr oder vor anderthalb starten können. Denn das, was uns das ermöglicht hat, war halt wirklich auch viel internationales Feedback. Wir haben vorher, wenn wir mit Nutzerinnen und Nutzern zusammen waren, dann waren wir natürlich auch lokal unterwegs und in Deutschland oder teilweise noch irgendwie in Österreich oder so, wo wir dann Verbindungen zu hatten. Das heißt, dort haben wir immer lokales Feedback gehabt, weil wir mit den Personen so zusammengekommen sind. Aber dadurch, dass wir noch keine Online-Version hatten, war das dann erstmal auf dieses Szenario beschränkt. Und jetzt im internationalen Bereich gibt es natürlich auch noch ganz andere Pflegesysteme und ganz andere Krankenkassensysteme und so weiter, die auf unser Feld natürlich auch einspielen. Und das hätten wir natürlich viel früher starten können, um diesen Lernprozess zu beschleunigen. Und das haben wir natürlich jetzt, aber es ist einfach wahrscheinlich in sehr vielen Fällen so, dass man sagt, das und das hätte man irgendwie noch früher machen können. Ich fand da mal ein sehr schönes Zitat, ich weiß gar nicht mehr, woher es kam, aber es hat mich so überzeugt einfach, war, wenn du das Produkt, was du in deinem Startup entwickelst, wenn du es veröffentlichst, wenn dir das nicht hart peinlich ist, was du da veröffentlichst, dann bist du viel zu spät. Das fand ich halt super. Als Alleingründer plädiert Adrian dafür, sich grundlegende Kompetenzen anzueignen und sich alles Weitere erst einmal einzukaufen. Naja, also ein Tipp, den ich tatsächlich schon damals bekommen habe und den ich dann auch direkt umgesetzt habe, war, im Bereich zum Thema oft wird einem oft vorgeschlagen, so okay, ihr habt ein Gründerteam und ihr braucht auf jeden Fall einen BWLer, damit ihr irgendwelche eure Rechnungen abrechnen könnt oder so. Und dann habe ich gleich wirklich auch mit Leuten, die wirklich aus der Industrie kommen, die Erfahrungen haben, Coaches gesprochen und da war halt das gemeinsame Feedback absoluter Quatsch. Wenn du solche Sachen hast, dann hast du auch Geld, dann kannst du auch entweder Leute einstellen oder du kannst halt auch das in einem Dienstleister ausgeben. Und genau das ist das, was ich gemacht habe. Ich habe einfach genau diese Verwaltungssachen direkt beim Dienstleister rausgegeben und gut ist. Ne? Also da muss man nicht, weil es ist so oft auch immer das Thema, ne? Wie viele Anteile haben Leute im Unternehmen? Da muss man nicht gleich direkt am Anfang im Unternehmen Anteile verschenken im Endeffekt, weil man Sorgen hat, sich mit irgendeinem spezifischen Thema zu beschäftigen. Das kann jetzt BWL sein, das kann Design sein, das kann Programmierung sein. Man muss sich als Gründerin oder Gründer sowieso mit diesen Themen beschäftigen. Na, man muss nicht alles tiefgreifend verstehen, aber man muss sich damit beschäftigen und einen Überblick haben, damit man auch kommunikationsfähig ist überhaupt. Und das ist wahrscheinlich der zweite Tipp, wirklich darauf zu achten, dass man in diesen ganzen Feldern kommunikationsfähig ist und nicht sagt, hier ist mein Silo, lasst mich sonst in Ruhe, weil das funktioniert halt einfach langfristig überhaupt nicht.
Auch wenn eine Gründung irgendwann einmal scheitern sollte, so sieht Adrian in der Arbeit im Startup keine verlorene Zeit. Denn als Gründer lernt man so viel mehr, als man jemals im Angestelltenverhältnis lernen könnte. Ich glaube, ich bin einfach stolz, dass ich halt vor rund 4 Jahren dann die Entscheidung getroffen habe, das, was erstmal nur eine Bachelorarbeit war, erstmal nur ein Designthema für mich war, dann zu sagen, lass das doch mal probieren und lass mal schauen, was da noch drinsteckt. Weil ich habe einfach so viel in diesen 4 Jahren und allem, was noch kommt, da drin gelernt, was ich in anderen Funktionen, in anderen Anstellungen oder so wahrscheinlich nicht gelernt hätte, weil es themenübergreifend war, weil ich in einer ganz anderen Verantwortung war, weil es in einer ganz anderen Intensität natürlich auch alles war. Und ich glaube, ich werde da sitzen und einfach stolz drauf sein, dass ich an dieser einen Stelle diese Entscheidung getroffen habe, weil die jetzt so viel dann danach beeinflusst hat. Also das, was man da wirklich an Leistungs- und Business Aufnahme innerhalb eines Gründungsjahres hat. Das überschreitet halt das, was man in ich sage jetzt mal, normalen Anstellungen hat, maßgeblich. Auch vor allen Dingen, wenn es dann auch in den Bereich Führung geht und sonstige Dinge, ja, das kommt alles auf einen zu. Und man muss sich da ganz anders in diese Themen einarbeiten, als wenn es da irgendwie vorgeregelte Prozesse und Onboarding-Prozesse und sonst was gibt. Sondern es ist dann halt eher so, ja, du hast ein Startup, hier komm, kriegst irgendwie eine 500.000 Förderung, hol dir mal 10 Mitarbeiter, board die mal on, hast bis Montag Zeit. So, ne, so, das ist halt eine ganz andere Dynamik, als man das sonst in vorgeregelten Prozessen vielleicht irgendwie hat. Und da lernt man halt super viel. Man macht natürlich auch super viele Fehler in ganz vielen Stellen, weil man ist halt nicht der Experte für alles, aber so nimmt man halt super viel mit, was man halt, selbst wenn es mit der Gründung nichts wird, also viele Gründungen hören ja auch ab einem gewissen Punkt auf, weil es vielleicht keinen Product-Market-Fit gibt oder weil vielleicht ein Team sich zerstreitet oder sonstige Dinge, gibt es unterschiedliche Gründe für. Aber alles, was man da an Wissen, an Kenntnissen mitgenommen hat, die hat man danach auch. Und die kann man auch mitnehmen. Und das ist, allein das ist halt schon ein super Investment an der Stelle.